Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, eigentlich dachte ich drehe heute kein Video mehr, deswegen habe ich auch ein bisschen, so Bad Hair Day und ein bisschen alles Chili-Milli bei mir. Aber dann habe ich doch gerade nochmal nach der Post geguckt und habe gesehen, dass unser Briefträger einfach mal ein Päckchen vor die Haustür gestellt hat. Ja, wir wohnen in einer Siedlung, alles ist hier sehr ländlich, alles ist hier sehr entspannt und keiner klaut uns hier irgendwas von der Haustür weg. Das finde ich ziemlich geil, ich liebe es hier zu sein. Denn die Vegan Beauty Basket, Vegan Beauty Basket ist bei mir eingetroffen. Mensch, und die wollte ich gerne, upsala, hi Sammy, mit dir zusammen aufmachen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Nicht wie Wegen, oder? Es ist nicht so ein Wegen für Kinder zu bringen. Achso, eine Verlosung wird es hier auch noch geben. Da habe ich mal so ein bisschen in meinem, in meine Verlosungskiste, Schublade. Es ist hier sehr viel, was ich noch demnächst verlosen möchte, geschaut und habe dann 1, 2, 3, 4, 5 Produkte gefunden, wo vegan drauf stand und ich glaube bei allen stand auch irgendwas mit cruelty free oder so drauf. Mal gucken. So, die Vegan Beauty Basket, ja, ich sage jetzt einfach mal vegan dazu, ist eine schwarze Box mit einem schönen mintgrünen Logo drauf. Und da ist jetzt auch noch einfach so der Kamera-Akku leer gegangen. Also, ne, es ist der Wahnsinn heute hier. Top vorbereitet. Aber hey, die spontanen Videos sind irgendwie auch immer die witzigsten, finde ich. Ne? Wo man sich null drauf vorbereitet, null drauf eingestellt hat. Genau. So, die Box erscheint alle 2 Monate und die kostet entweder 24,90 Euro, wenn du die quasi als jederzeit kündbar bestellst, oder 23,30 Euro pro Box, wenn du die im 3-Boxen-Abo bestellst, also 6-Monats-Abo. So, du hast hier immer eine Zeitschrift mit dabei, die Vegan World. Und ja, ich würde sagen, wir machen sie mal auf. Du kannst dir auch immer 1, 2 Produkte aussuchen. Da geht dann vorher ein Flyer rund und da kannst du dir dann eine Farbe oder eine entsprechende Fähigkeit, zum Beispiel als Shampoo oder sowas, ne? Also ich muss hier gar nicht dran riechen. Ich rieche schon, wie geil das riecht. Boah, das riecht voll nach Erkältungsbad hier. Richtig geil. Oh, schön natürlich. So sieht sie aus. Du hast hier kein Krüppelpapier oder so, sondern du hast es echt schön eingepackt in so ein Butterbrotspapier mit einem schönen Schleifchen. Das, was hier immer mit dabei ist, ist eine Nachricht von der lieben Ina. Und die Ina ist die Inhaberin, Gründerin, ne? Von der Vegan Beauty Basket und sie malt so wunderschöne Karten und das macht sie immer mit den Katzen. Und ich finde, das sieht so kuschelig aus. Ist das nicht süß? Und ja. Mensch, ich bewahre die alle auf, weil ich die großartig finde. Hinten drauf steht eine handgeschriebene Botschaft, die hat jeder mit drin. Viel Freude mit der Box und dann auch noch ein Herzchen. Also die Frau, die nimmt sich echt Zeit und macht sich wirklich Mühe und ich finde es so lobenswert. Also Ina, wow, ich habe es ihr schon geschrieben. Ich sage es auch wieder, immer wieder gerne in dem Video, seitdem ich gerafft habe, dass es wirklich von ihr ist. Mega geil. So, dann hast du hier die Produktkarte für November, beziehungsweise das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Limitierte Weihnachtsbox, ab sofort über unsere Website bestellbar. Die kostet 19,90 Euro und ich denke, die werde ich mir doch einfach mal bestellen gleich, ne? So, jetzt wird es auch eingedingelt. Also die muss ich definitiv haben. Die möchte ich mir auch noch angucken. Eine Weihnachtsbox, ne? Das ist auch cool. Veganes Weihnachten. So, wir kommen zur Box. Ich laber schon wieder. Schleifchen aufmachen. Wunderschöne Schleifchen. Butterbrotpapier öffnen. Oh. Und hier haben wir die Produkte. Ein Toner-Spray von Laponie of Scandinavia. Richtig geil. Balance and Prep. 50 ml sind hier enthalten. Simple Products, Healthy Skin Every Day. Okay, das ist einfach aufs Gesicht sprühen. Quick Pick Me Up During the Day. Also du kannst es entweder ganz normal nach dem Cleanser verwenden, bevor du irgendwelche öligen Texturen auf die Haut gibst, um das Make-up zu fixieren oder einfach um so ein bisschen ja, Erfrischung über den Tag zu haben. Oh, das sieht, oh, Glasflasche, hallo, das ist ja cool, oder? Sprühkopf, oh, feiner Nebel, der nach nichts riecht. Na, springt die schon ein bisschen an ins, im Gesicht, aber es kühlt mich gerade sehr angenehm. Das tut gerade sehr gut. Also für mich gerade so ein bisschen für zwischendurch einfach mal so ein bisschen was zum Erfrischen aufs Gesicht geben. Das ist sehr, sehr gut. Schön. Wow. Laponie. Oder Laponie? Man weiß es nicht. Aber man muss sagen, ja, die Mascara hält auch. Ne? Und wenn das auch ein Fixierspray sein soll, muss es das ja auch.
You and Oil, ja, das ist tatsächlich das Produkt, weswegen ich jetzt gerade auch so ein bisschen verwuschelte Haare habe. Habe ich heute Morgen, ja, heute Morgen habe ich mir 5 Tropfen in die trockenen Haare einmassiert. Von dem You and Oil Hair and Body Oil ist es, glaube ich. Und das hier ist Regeneracea Beauty Shot 100%. Oh, hier hinten steht es auf Englisch drauf. Okay. Full Spectrum Hemp Extract, also mit Hanfextrakt. 10 Milliliter sind hier drin. Put one drop on a portion of your preferred cream. Rub it between your fingers and apply to your face. Okay, also du sollst dann quasi das in deine normale Gesichtscreme mit einarbeiten. Das hat auch wohl irgendwie was mit CBD auch zu tun. Das finde ich ja auch interessant. Oder, also du kannst es entweder in deine ganz normale Creme mit einarbeiten oder du benutzt es quasi als Gesichtsserum. Oh, das ist auch wieder mit so einer Glasflasche, dann mit einer Pipette. Richtig schön. Also das gefällt mir, das finde ich hübsch. Da bin ich gespannt, ob das irgendwie was macht. So, Not SOS Skin Salve. Avocado, Calendula und Zink. 30 Milliliter sind hier enthalten. Okay, was ist das? Ein Skin Balm für SOS. Hautschutzsalbe. Ja, ist einfach nur eine Hautschutzsalbe. Ja, ich glaube, das ist das, was so riecht, ne? Das riecht mega angenehm. Hat so ein bisschen auch was von Erkältungsbad tatsächlich, aber es riecht richtig gut. Oh. Und das ist so eine festere Textur und das sollst du dir dann auf dein Gesicht geben, könnte ich jetzt ja tatsächlich. Wobei du das dann wahrscheinlich eher so für, wenn du gerade irritierte Haut hast, gezielt verwenden kannst. Und die habe ich gerade. Na komm, ich mach's jetzt drauf. Was soll das denn hier? Ich mache das jetzt drauf. Das ist sehr, sehr fest. Also wenn ich da auch mit dem Finger durchgehe, du musst da richtig reiben, damit sich das quasi erwärmt. Und dann wird es ja quasi zu einem Öl, denke ich mal. Ja, so ein bisschen, ne? Und dann auf das Gesicht. Ich kriege nämlich sehr bald meine Erdbeerwoche. Oh, das ist aber sehr ölig. Kann ich mir das aber gut vorstellen, das einfach so auf die Kinnpartie vor allem aufzugeben. Das ist bei mir immer etwas kritischer. Fühlt sich angenehm an. Ja, ich gebe das jetzt mal nur hier so auf dieser V-Zone auf. V, nein, V ist das nicht. Dreieckszone. Genau, ja, aber doch, ne? Es ist eine Creme. Sieht also so leicht ölig, ist die leicht fettend. Aber es fühlt sich angenehm an. Es krümmelt jetzt nicht, wenn ich da auch so drüber reibe. Ja, ne? Also Zink ist ja sowieso gut für, wenn man so Pickelchen hat wie hier, dass man quasi die Entzündung ja auch entsprechend reduzieren kann. Desinfiziert auch ein bisschen. Avocado ist eine gute Geschichte. Calendula weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Calendula ist der Duft, den ich hier gerade verspüre. Ja, ne? Cool. So, dann haben wir hier das Produkt, was ich ausgesucht habe, das Nudieville Lip Color. Und das ist ein Good Boom Fair Vegan Skin Food Lippenbalsam. Das habe ich in dieser Farbe ausgesucht. Das ist so Nude. Wanna say hello? Und dann stehen hier so die Kontaktdaten. Finde ich auch cool. Möchtest du mal Hallo sagen? Ja. Ja. Das ist eine ziemlich coole, sehr alternative Verpackung. Also gar nicht so, wie man das normalerweise kennt, würde ich mal so behaupten. Ja, so ein Lippenbalsam, der halt vorne ganz, ganz flach ist. Also du hast da jetzt nicht irgendwie, ne, dass es groß behandelt wurde oder so. Riecht auch sehr, sehr natürlich. Einfach nach einem natürlichen Cremeprodukt. Bisschen wie so eine Apothekencreme, die meine Mama damals verwendet hatte. Wie so eine Fettcreme, ne? Ich mache mir das mal auf die Lippen drauf. Ich habe hier drunter jetzt so einen Lippenbalsam. Okay, ich denke, die erste Schicht ist jetzt hier so ein bisschen krümelig. Meistens einfach drüber reiben. Dann löst sich das hier auf. Mhm. Schmilzt echt angenehm zart auf den Lippen. Oh, das schmeckt süß. Sehr der Zucker drin. Das ist ja geil. Einfach aufessen. Also es hinterlässt ein mega angenehm gepflegtes Gefühl. Auch so einen leichten pearly Shine. Macht aber dadurch natürlich die Lippen so ein bisschen sehr, sehr nudig. Ne? Sehr natürlich, sehr in den Hintergrund tretend und dementsprechend auch ein bisschen die Zähne ein bisschen gelber. Aber ich finde, es fühlt sich super angenehm an. Das war echt eine interessante Erfahrung. Also nicht wie ein normaler Lippenpflegestift. Doch, also das kann was werden mit uns zwei Hübschen. Ne? Ich glaube, wir können uns anfreunden. Den stelle ich hier vorne auf jeden Fall hin. Den kann ich dann verwenden, so vor Videos, wenn ich welche drehe oder wenn ich mich schminke oder so, dass ich zwischendurch meine Lippen so ein bisschen pflegen kann. Ja, ne? So sieht dann, ja, so sehen meine gepflegten Lippen aus. Sehr gut. So, und jetzt haben wir hier, was ist das? Moa Dreamy Mineral Soak. Lavender, Pine, Kardamom, Himalayan
and Sea Salt. Okay, das hat so gerochen. Das hat so gerochen. Ja, oh verdammt. Mir fällt gerade nicht der Name ein, wonach du riechst. Ja, es hat was von Lavendel, aber ja, es riecht aber geil. Es riecht richtig geil. Oh, Nom, was bist du eigentlich? Ein Badesalz, schade, ich habe keine Badewanne. Dieses wohltuende Badesalz mit Lavendel und Kiefernadelöl wirkt harmonisierend und pflegend. Es eignet sich wunderbar für ein wärmendes Vollbad oder ein Fußbad. Sehr gut, das benutze ich für ein Fußbad. Kiefernadelöl befreit die Atemwege bei Husten und Schnupfen. Vielleicht das. Vielleicht hat mich das an irgendwas erinnert, was ich so in der Erkältungszeit, so wenn du dir das so unter die Nase schmierst oder so, mal gucken. Während Lavendelöl eine beruhigende Wirkung besitzt und ist damit besonders empfehlenswert für eine erholsame Nachtruhe. Alles klar, Leute. Ich weiß, womit ich gleich mein Fußbad machen werde. Also ich gehe gleich duschen und dann werde ich mir ein Fußbad hier mitmachen. Also jetzt wahrscheinlich nicht mit dem kompletten Vieh, aber mit einem Teil davon. Das ist geil. Das finde ich cool, das gefällt mir. Ja, das war die Vegan Beauty Basket. Hat mir mal wieder richtig gut gefallen. Ja, Mensch Ina, vielen, vielen Dank, dass du mich angeschrieben hast. Jetzt zeige ich dir mal die Produkte, die du in diesem Video gewinnen kannst. Manche sind nur vegan, manche sind nur cruelty-free. Ne? Ich zeig's dir mal. Also als erstes habe ich hier von I Heart Revolution so ein Ei. Das ist das Chocolate Eye Face and Shadow Palette. Da steht's. So kann man das besser sehen, ne? Und so schaut sie aus. Du hast hier verschiedene Lidschattenfarben, Highlighterfarben. Das ist vegan und tierversuchsfrei. Steht drauf. Rizinusöl, kaltgepresst, kontrolliert biologischer Anbau, rein und natürlich, nativ und bio. Dann habe ich von Langhaarmädchen ein Haarpuder, Power Grip, extra langer Halt ohne Rückstände und dieses Produkt ist vegan. Und dann habe ich noch zwei tierversuchsfreie Produkte. Von Revolution habe ich hier einmal dieses wunderschöne Blush in Ballerina, das ist cruelty free. Und dann habe ich hier noch einen Highlighter von I Heart Revolution. Das ist einfach der, ich würde mal sagen, Banana-Highlighter. Der ist sogar cruelty-free und vegan. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist einfach, dass du einen ganz, ganz lieben Kommentar schreibst und entweder den Hashtag Nature verwendest oder, keine Ahnung, irgendeinen natürlichen Smiley verwendest, ein Blatt oder eine Blume oder irgendwie sowas. Und dann hüpfst du automatisch in den Lostopf rein und nimmst an der Verlosung teil. So, ja. Mir hat das, wie gesagt, sehr gut gefallen, was sich in der Box befunden hat. Ich blende hier auch mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Erfahrungsgemäß ist der schon relativ hoch und wir haben hier auch Full-Size-Produkte drin. Das darf man nicht vergessen. Richtig, richtig coole Box. Geil. So, und dann würde ich einfach mal sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!